Im Mannheimer Reis-Engelhorn-Museum wird am 9. September die Ausstellung Geburtsstunde der Fotografie eröffnet. Zum 100. Geburtstag des Fotopioniers Helmut Gernsheim vereinigt die Ausstellung erstmals seit einem halben Jahrhundert wieder die beiden Teile seiner einzigartigen Fotosammlung. Mit insgesamt 250 Exponaten gewährt die Ausstellung einen bisher nie dagewesenen Einblick in die Fotografie des 19. und 20. Jahrhunderts. Das Herzstück der Ausstellung ist natürlich zunächst einmal das erste Foto, also das wirklich definitiv erste Foto, das es gegeben hat von Jeps. Aber ich sag mal so, beim Durchgehen durch die Sammlung oder beim Durchgehen durch die Ausstellung ist dann doch immer wieder mal so das eine oder andere Foto, das mich anspricht und in dem ich sage, ah, ist eigentlich ganz irre, ganz toll.